So, Clit Warrior, wie viel? Wir haben inzwischen fast 19 Stunden gespielt. Und ich weiß nicht, warum ich mich ducke und es auf dem Stream-Vorschau ablese und nicht einfach auf meinem Hauptbildschirm. Wahrscheinlich, dass ihr auch sehen könnt, dass wir 18 Stunden und 52 Minuten und nicht, dass ihr glaubt, wir spielen hier 18 Stunden und 54 Minuten schon. Da würdet ihr euch fragen, was mache ich die zwei? Habe ich die zwei Minuten gemacht? Out of stream. Ja, Level 72. Also dafür, dass wir eventuell das DLC machen, sind wir recht low-level. Im Normalfall ist DLC eher so Level 80, 90 und Endgame ist dann so Level 100, 110. Oh ja, wir haben ja hier unseren geilen Hammer. Der könnte rein theoretisch auch für die vier Könige ausreichen. Moin, beziehungsweise Moin Moin kann man zu jeder Zeit sagen. Ja, aber das ist dann dieses Hamburger Moin. Oder nicht Hamburger Moin, aber norddeutsche Moin. Kann ich aufleveln? Hier. Aber nur als Deutsche. Ja, also es ist nicht so wirklich das Österreichische, aber es ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das Hamburger Moin nennen kann, aber es ist halt, es gibt doch irgend so eine Sprachdialektlinie, die durch Düsseldorf führt. Heißt die nicht Benrather Linie, bilde ich meinen, dass wir das mal in Deutsch gelernt haben, dass quasi alles nördlich von Düsseldorf, Köln, Aachen und so, alles nördlich davon hat halt dieses norddeutsche Flair, wo halt man zum Beispiel Moin Moin sagt. Hey Fadiness, wie geht's dir? Ich hoffe gut und du freust dich auf den Stream. Das ist übrigens ein ziemlich geiles Emoji. Was ist denn das? Ist das eine Katze? Ich glaube, es ist eine Katze. Ich glaube, ich bin in Anor Londo und bin Level 65 oder so. Fürs erste Mal, also wenn du noch nicht den Boss von Anor Londo gemacht hast, also Smond Ornstein, wenn du direkt frisch aus Sens Feste kommst, 65, das ist dein erstes Durchspielen, also minimal vielleicht hoch, würde ich sagen, aber es ist halt so, wenn je häufiger du das durchspielst, desto geringer wird dein Level sein, weil desto weniger oft stirbst du und musst dieselben Gegner nochmal machen. Oder rennst irgendwann wie ich einfach durch und am Ende bin manchmal Level 73 oder wie viel wir gerade sind, wenn ich Gewinn töte. Weil ich halt einfach an allem außer den Bossen und vielleicht ein paar heftigen Gegnern vorbeilaufe. Gut, ja, freue mich immer. Schon wieder das Symbol. Ja, ich weiß nicht, was es darstellt. Also mein Chatprogramm sagt, es ist, oder da schaut es zumindest so in etwa aus wie eine Katze. So, das könnte jetzt alles ziemlich doof werden, je nachdem. Und zwar, wir waren noch nicht, falls ihr euch fragt, wo wir gerade hinlaufen. Bitte töte mich nicht. Es gibt in dem Raum, wo Seath, oh, fuck my life, das ist auf der anderen Seite. Fuck! Es gibt in dem Raum, wo Seath im Normalfall beim ersten Mal ist, gibt es beim zweiten Mal ein paar extra Items. Ich glaube, zwei Items und wenn Logan dort ist, halt noch ein drittes durch ihn. Achso, da. Ich wollte gerade sagen, wo zur Hölle ist denn der Scheiß? Ich werde jetzt ziemlich was verpissen und nochmal den Weg laufen und zwar diesmal wieder auf der Seite. Oh. Boss fehlt noch. Boss fehlt noch. Ja, wie gesagt. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich Smau und Ornstein besiegt habe, war ich, bilde ich mir ein, Level 65 oder 68, irgendwas mit Ende 60. Ich weiß nämlich, deswegen weiß ich das noch,
weil ich, als ich das aufgelevelt habe nach Smurf und Ohrenstein, bin ich dann Level 69 gewesen. Und ihr wisst, 69, mein 15-jähriges Ich hatte Spaß an dieser Zahl. Gut, mein 22-jähriges Ich hat heute immer noch Spaß an dieser Zahl, aber in anderem Kontext. So. Genau, zerstörte Anhänger. Den, der ist hier. Ich habe nicht mal gewusst, welcher von den beiden der Schlüssel, Siegelschlüssel oder hier der hier ist. Aber den brauchen wir. Also jetzt können wir das DLC bereisen und dort, glaube ich, alles, nicht alles machen, aber zumindest die Bosse. Nee, Calamite können wir nicht machen, weil wir Goffs Schlüssel, also den Schlüssel für Goff, nicht haben. Wobei, der wird, eventuell wird der von den vier Königen gedroppt. Das ist hier so eine Sache, das mache ich nämlich so gut wie nie. Hier ist das andere Item, vier Menschlichkeit, naja. Ich bin im Normalfall nie hier, außer wenn ich ein Magiebild mache, damit ich mir den weißen Drachenhauch von Logan hole, der hier ist, wenn man alle seinen Shit kauft. Obwohl der weiße Drachen auch eigentlich scheiße ist, aber ich sammle gern einfach alle Zauber. So, warum sind wir eigentlich immer noch hier? Und nicht schon längst irgendwo anders? Oh, Moment, wo komme ich jetzt raus? Ich habe mich in... Habe ich mich in den Archiven? Ja, habe ich mich hingesetzt. Wunderbar. Wo teleportieren wir uns jetzt hin? Ah ja, genau. Und das andere, wo wir noch nicht waren, beziehungsweise nicht gut genug erkundet haben, wie es aussieht, ist in der gemalten Welt. Ich habe nicht genau geschaut, wo das genau ist, aber es stand Annex. Und Annex ist ein Teil der gemalten Welt. Also jetzt ist ein bisschen Suchen dran. Es geht weiter. Ja, es geht tatsächlich weiter. Wir können zumindest weiter, ob wir tatsächlich... Oh, fuck you. Fuck you normal. Ob wir tatsächlich... Wobei, wir werden natürlich jetzt schon... Ich glaube aber, wir werden heute eher die vier Könige probieren. Das DLC werde ich mir für wann anders aufheben. Und ja, hier ist der Anbau, dessen Schlüssel wir haben. Aber irgendwo fehlt uns hier noch ein Item. Ich weiß nicht haargenau wo, aber... Aber es hat auf jeden Fall gesagt, dass der Siegel, der Key to the Seal hier ist. Und wir haben keinen Key to the Seal. Key to the Seal. Key to the Seal. Also auf Deutsch. Key to the Seal, ne? Ne, ne, ne. Wir haben das nicht. Ich habe das übersehen oder vergessen. Oder irgendwas in die Richtung. Vielleicht doch unten. Oh, au. Ah ja, fuck you. Oh, ist hier unten vielleicht. Oh. Was? Seele von Sif. Okay, das war eigentlich nicht Teil des Plans. Oh, nice. Aha. Du landest deinen Sprungangriff einfach nicht. So, okay. Also, nee, das ist hier falsch. Aber, okay, wir haben einfach mal... Wo kommt eigentlich Sifs Seele her? Oh, Balderschild. Moment, das habe ich ja gesagt. Sowas rüste ich immer gleich aus. Ja, das ist eh sogar ein besseres Schild als es... Oh, nice. Ja. Der super Trick für den Angriff ist einfach, auf das Vieh zuzulaufen, wenn es gerade nach oben geht. Da hinten ist noch ein Item. Au. Und da ist wieder... Oh, fuck, wir sind... Okay. Aber hier ist das Item scheinbar eh nicht. Wir haben 23.000 Seelen, aber da hinten ist noch ein Item, sehe ich. Warum wir das nicht geholt haben, weiß ich nicht. Naja, scheiße, ich hätte mich mal dorthin setzen sollen. In der gemalten Welt.
Aber es stand auf jeden Fall was von Annex und das da drüben ist sicher nicht Annex. Also das hier ist zwar ein anderes Item, was vielleicht geil ist, aber es ist definitiv nicht dort, wo ich mir gedacht habe, wo das Item ist, was wir noch brauchen. Dann müsste das ja eigentlich irgendwo hier sein. Achso, Moment. Ah ja, das ist das Item, wo man von unten runter, oben runter drauf. Willst du mich verarschen? Es ist das Item, wo man von unten runter drauf. Aber das ist ein Problem, muss ich sagen, dass sowohl Nioh als auch Dark Souls haben. Dass du in einer Animation gefangen werden kannst, aus der es einfach keinen Kommen mehr gibt. So, und irgendwo hier droppt man sich runter. Oh, fuck, meine Leine. Genau hier! Eisenrundschild, okay, nice. Ist eigentlich voll für den Arsch. Eisenrundschild. Okay, kann ich sogar aus irgendeinem Grund tragen. Wir hatten im Normalfall das Eisenrundschild. Und wie kommen wir jetzt tatsächlich zum Annex? Das will ich eventuell töten, jetzt mit dem Leben sicher. Nein, ich brauche das Eisenrundschild. Wer kommt das? Oder wo findet man das? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das Item noch nie gesehen. Also vielleicht nur. Ich habe schon wieder vergessen, mich hinzusetzen. Von wo kommt denn das? Shiva aus dem Osten, oh, deswegen. Deswegen ist das nicht auf meinem Schirm, weil Shiva mache ich im Normalfall nicht. Also die ganze Questline von Shiva. Ich glaube, ich habe dreimal in Dark Souls Shiva beschworen, also beschworen unter Anführungszeichen. Und ein einziges Mal davon habe ich seine Quest wirklich gemacht. Allerdings habe ich auch Sigmayas Quest nur ein einziges Mal tatsächlich vollständig gemacht, bis in die große Leere. Ich hoffe inständig, das habe ich übrigens nicht geschaut, ob die Hydra in der großen Leere, beziehungsweise im Aschesee, irgendwas mir geben würde. Das habe ich nicht nachgeschaut. Ich hoffe einfach mal nicht. Wehe, da ist der Schlüssel für Kalamet, also der für Guffs komischen Turmzeugs. Ich hoffe, da ist es nicht drin, weil da runter zu gehen, das habe ich so ziemlich befürchtet. Und ja, es tut mir sehr leid, dass ich das euch nicht habe zeigen können. Aber es wollte einfach nicht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen laufen. Das ist ein bisschen sehr blöd, aber okay. Hey, hier ist der Schiff. Achso, da nach unten. Aber Moment, da unten. Okay, oder? Oh. Ich komm da gar nicht hin. Oben kommen wir aber nicht mehr nach unten, oder? Gibt es noch einen anderen Weg in den Annex? Ich bilde mir einen nicht. Ich bilde mir ein, das ist tatsächlich der einzige Weg. Okay. Yeah. Oh Gott, ihr scheiß Bänke. Ihr scheiß Banker. Ja, Banker sind wirklich Arschlöcher. Also, ja, ich glaube, das bringt so der Beruf mit sich. Wenn du halt kein Banker bist, findest du Banker immer Arschlöcher. Am Arsch! Aber hier rein ist tot, oder? Ja, da rein ist tot. Ich muss jetzt die WM und dein Stream gleichzeitig schauen. Oh. Was ist denn heute für ein Spiel? Ich verfolge Fußball im Normalfall überhaupt gar nicht. Ich bin schon froh, in Anführungszeichen, beziehungsweise ich bin schon... Ja, froh kann man vielleicht nicht sagen, wenn man sich nicht für Fußball interessiert, aber ich habe halt gerade so mitbekommen, dass Deutschland aus der WM ausgeschieden ist. Gegen Südkorea. Mit einem 2:0.
für Südkorea. Sonst keine Ahnung, was in der WM so abgeht. So. Kann man hier noch irgendwo runterspringen? Bilde mir ein? Nee. Vielleicht hier. Komm. Ah, hier konnte man durch. Ah, ja, okay. Alright. Weiße Scholle. Kein weiteres Item, aber da unten ist irgendwas. Oh, eine Ratte. Stirbratte. Okay, aber wir haben zumindest... Oh, warte. Ah, lila Muskel. Nee, das ist toxic. Das hilft mir davon nichts. Hier muss doch noch irgendwo ein Item sein. Ich habe doch gesehen, dass es irgendwo ein Annex ist. Und das hier ist das letzte vom Annex, was ich kenne. Bitte seid gnädig. Ja, jetzt blutrote Moosklumpen. Ja, keine Sau braucht jemals blutrote Moosklumpen. Außer für PvP vielleicht. Au. Oh, weißt du, fuck you. So. Belgien gegen Brasilien. Okay. Sind die beide gut? Ich habe keine Ahnung. Also, Brasilien weiß ich, Brasilien ist zumindest nicht schlecht. Aber Belgien, ich habe keine Ahnung, ob Belgien irgendwie gut ist oder irgendwas. So. Okay. Okay, erstmal die... Ich dachte, die Ratte greift mich jetzt an, aber dabei ist das die Ragdoll-Physik. Okay. Erstmal die Fässer kaputt machen und jetzt... Bitte sei das für die... Ja! Siegelschlüssel! Nice! Der Siegelschlüssel. Beziehungsweise wir lesen einfach beides hier. Siegelschlüssel. Bricht Siegel der Fluttore Neulondos. Genau. Und der zerbrochene Steinanhänger von Manus. Und das beide haben wir uns in gerade mal 15 Minuten dieses Streams geholt. Jetzt ist die Frage, ist eventuell hier noch irgendwas Geiles? Oder wo kommt man hier hin? Oh, ich bin mir eigentlich weiß, wo man hinkommt. Oh ja, man kommt hier hin, genau. Genau, man kann nämlich versuchen, von dort oben irgendwo hierher zu springen, was ultra glitchy ist, was einem, wenn man es kann, aber Zeit sparen kann. So. Au. Nein. Funktioniere. Okay. Ja, sind beide gut. Brasilien hat gerade ein Eigentor geschossen. Moment. Du schreibst in einem Satz, sie sind beide sehr gut und dann einer hat ein Eigentor geschossen. What the fuck? Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, ob sich dein sehr gut auf das Eigentor von Brasilien bezieht oder auf Ferdinand oder auf das, dass wir jetzt endlich weiterkommen. Achso, ne. Achso, mit dem Leuchtfeuer ist kein Teleport mehr. Ja, ja, stimmt, wir müssen hier sogar rauslaufen. Okay. Ah ja, scheiße, aber das heißt, wir müssen tatsächlich bis Gwendolins Leuchtfeuer jetzt laufen. Okay. Wenn sein muss. Aber damit, glaube ich, haben wir außer die Hydra im Aschesee tatsächlich alles. Und natürlich sind die einzigen zwei Sachen. Ich habe mich an alle Items, habe ich nämlich nachgeschaut, in den Katakomben, im Grabmal der Riesen, in Tomb of the Giants, habe ich mir an alles erinnert. Ausnahmslos. Habe ich alles aufgesammelt. Oder zumindest nichts Wichtiges vergessen. Aber natürlich... Oh, fick dich. Aber natürlich habe ich Thieves Raum beim zweiten Mal vergessen und natürlich hier diesen einen kleinen Drecksteil vom Anbau.
Das ist so typisch. So typisch. Ich erinnere mich an alles mehr oder weniger Wichtige, aber an das wirklich Wichtige erinnere ich mich nie. Das ist gewöhnlich auch so in meinem standardmäßigen Leben. Ich erinnere mich meistens an den größten Scheiß, den keine Sau braucht. Aber wenn man mir irgendwie was Wichtiges sagt, ist es in 5 Sekunden vergessen. Story of my life. Beide Mannschaften haben gute Spieler, das war gemeint. Ah ja, okay. Moment, nee. Was folgt? Sind wir ganz unten? Okay, dann laufen wir einfach mal. Beide Mannschaften haben gute Spieler, ja, ich weiß gar nicht, was so einen wirklich guten Fußballspieler ausmacht. Also, im Sinne von, ich weiß schon, dass er gut Fußball spielen muss, aber ich bin halt einfach in der ganzen Fußballmaterie so überhaupt nicht drinnen und so überhaupt nicht dran interessiert. Ich reg mich dann immer teilweise so auf, weil vielleicht ist es schon mal durchgedrungen, aber ich bin ein ziemlich großer Fan von den Let's Playern Pizmeat, also von der Fünfergruppe Pizmeat. Und die sind aber alle Fußballfans, oder zumindest vier von den fünf. Und wenn es dann halt jedes Mal, wenn es um Fußball geht, in jedem Video von denen, weil ich schaue fast jedes Video von denen, wo es über Fußball irgendwie geht, mehr als vielleicht 30 Sekunden, wenn Fußball thematisiert wird, schreibe ich, ihr seid ein Let's Play-Kanal, der ist für Nerds. Unterhaltet euch nicht über Fußball. Unterhaltet euch von mir aus über Computersachen oder über eben Videospiele oder keine Ahnung. Unterhaltet ihr euch von mir aus über irgendwelche biochemischen Vorgänge. Das sind Nerd-Themen. Ich weiß nicht, warum ich das Wort Nerd gerade nicht aussprechen kann, aber halt Nerd. Ja, stimmt eh. Und unterhaltet euch nicht über fucking Fußball. Es ist kein, also meiner Ansicht nach, kein Nerd-Thema. Oder zumindest kein so klassisch, vielleicht auch nicht so klischeehaft, aber vielleicht, oder vielleicht denke ich zu klischeehaft, aber ja. Mich persönlich würde jetzt unbedingt, keine Ahnung, irgendwelche Computerbauteile, wie CPUs funktionieren, auch nicht so brennend interessieren, aber zumindest denke ich mir dann so, okay, da, es ist klar, dass wenn ich einen Kanal von Nerds für Nerds anschaue, ist klar, dass irgendwie so Computershit dabei sein wird. Aber dass auf einmal Fußball kommt, so, fuck. Ich bin aber Zocker und IT-Techniker und trotzdem Fußballfan. Ja, ich sage ja nicht, dass man das nicht sein kann oder dass es was Schlechtes ist. Aber ja, scheiße, ihr habt ja Hitboxen. Nein, ihr habt Hitboxen. Warum habt ihr... Nein, ja! Fick dich. Ich bin... Okay, wir nehmen jetzt hier, weil wir eh alle töten werden, nehmen wir... sind wir hier. Ich kann eigentlich den Weg bis zum Fahrstuhl laufen und gleichzeitig den Chat lesen, aber Moment, irgendwas ist hier nicht richtig. Wir sind nicht am Feuerbahnschrein. Ich kenne mich auch bei Fußball nicht aus, aber mache die Krankenpflegeausbildung. Jo, ich glaube, Fußball ist einfach so eine Sache. Das zieht sich durch alle... Also sowohl die Liebe als auch den Hass zu Fußball zieht sich durch alle Altersschichten, alle Berufsstände und bla. Ich habe mal eine Doku gesehen über so einen deutschen Multimillionär, der im Baugewerbe tätig ist. Die Doku kann ich echt empfehlen, ist so eine dreiteilige Doku, heißt irgendwie Multimillionär Deutschland oder irgendwie so in die Richtung, so dreiteilig, 45 Minuten pro Teil, kann ich empfehlen, falls ihr euch für solche Dokus interessiert. Aber der war halt Bauunternehmer und der war auch riesen Fußballfan.
Ja, es zieht sich halt einfach durch alles. Wobei, gefühlt haben doch irgendwie so klassische, also Männer, die in klassischen Männerberufen arbeiten, wie so, Maurer und so, ist halt klassisch, dass die halt dann doch ziemlich Fußballfans sind. Ja, falsch gerollt bin ich tatsächlich so ein bisschen. Halt, bleib stehen! Jetzt, wo ich dich bekämpfen kann, bleibst du nicht stehen, oder was? Au. So. Jetzt wird hier alles getötet und endet. Wieder nicht hingesetzt am Leuchtfeuer. Habe ich mich gerade wieder nicht hingesetzt? Ich bin meine Mutter gerade hingesetzt. Wanderflug nehmen. Ja. Im Wanderflug habe ich. So und so, bevor ihr überhaupt angreifen könnt. Moment. Wir haben doch hier die Shortcut-Leiter, oder? Bin ich dumm. Doch, wir haben hier die Shortcut-Leiter. Warum gehe ich eigentlich den Weg, der nicht die Shortcut-Leiter beinhaltet? Das sage ich ja. Ich vergesse solche Sachen, die mir das Leben erleichtern würden, enorm. Ich habe neulich zum Beispiel vergessen, True Story, dass ich tanken gehe und auf einmal piept mein Auto, Warnung, Warnung, nur mehr 10 Kilometer mit dem Tacho, mit dem Tanken hier halt. Und ich denke mir so, oh, what the fuck, Moment, ich war doch tanken gestern und noch vor 50 Tagen. Ja. Waren wir eigentlich oben beim Kompositbogen schon? Keine Ahnung. Aber wir können jetzt hier das Wasser ablassen. Vier Könige, wir kommen.